Hallo meine Lieben. Ja, hallo. Hallo meine Lieben. Hallo ihr Lieben. Hallo meine Lieben. Und willkommen auf Herzenswunsch. Heute gibt es ein Video, was von euch angefragt wurde. Eine liebe Zuschauerin, die noch gar nicht so lange hier auf meinem Kanal ist, hat gefragt, ob ich mich mal vorstellen kann, ob ich nicht ein, so ein 10 Facts About Me machen kann. Ich glaube aber, dass ein 10 Facts About Me nicht so richtig gut zu meinem Kanal passen würde. Ich glaube, sowas passt eher zu Kanälen, die so ein bisschen jünger sind und jüngere Zuschauer anziehen. Da wir hier eigentlich mehr so diese Mami-Altersgruppe haben, passt das hier, glaube ich, gar nicht so gut rein. Deswegen habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir nicht mal Fragen stellen wollt, die ihr mir schon immer stellen wolltet. Und dann erfahren vielleicht auch die Zuschauer, die jetzt neu dazu gekommen sind, an dieser Stelle, schön, dass ihr da seid. Fühlt euch hier willkommen und alle anderen, die schon ewig mir Ewigkeiten folgen, schön, dass ihr immer noch da seid. Auch wenn sich dieser Kanal so ein bisschen verändert hat, es hier einen kleinen Wandel gab, aber das führt das Leben mit sich. Genau, da habt ihr mir Fragen gestellt und ich will so ein bisschen selbst erzählen und ein bisschen auch eure Fragen einfließen lassen. Ich hoffe, dass dieses Format ganz gut funktionieren wird und es interessant für euch sein wird und euch vielleicht die ein oder andere Frage in eurem Kopf beantwortet über mich. Ja, zuallererst, wer bin ich? Ich bin Sandy, ich bin gerade 30 Jahre alt, ich bin Mama von zwei wundervollen, süßen, süßen Kindern. Meine Motti ist 3 und mein kleiner Sohn ist gerade zum Zeitpunkt des Drehs 9 Wochen alt. Meine Tochter heißt nicht wirklich Motti, die heißt anders, aber ich wahre die Identität meiner Kinder, indem ich ihr Gesicht nicht frontal zeige, vielleicht mal so schräg oder so, oder sie von hinten zeige. Ihr werdet ihr Gesicht, deren Gesichter nicht sehen. Ansonsten kriegt ihr hier einiges von unserem Alltag mit und das Ganze drumherum. Und ihr werdet ihren richtigen Namen nie erfahren. Also so ist erstmal unsere Entscheidung als Eltern, dass wir das hier nicht öffentlich teilen möchten. Aber ja, die Motti heißt Motti. Das ist ein Spitzname, der ist irgendwann gekommen. Und ich glaube, die Zuschauer, die hier lange mitverfolgen, die hier lange zuschauen, bei denen ist die Motti einfach die Motti. Ja. Ich hatte es schon sehr oft, dass mich Leute über YouTube kennengelernt haben, so teilweise auch mal andere YouTuber, die dann irgendwann, weil wir uns dann näher waren, ihren richtigen Namen erfahren haben, dann haben sie gesagt, ach, ich habe mich so an Motti gewöhnt, für mich ist sie einfach die Motti, mir. Und der Kleine heißt bis jetzt auf Instagram nur der kleine Prinz, vielleicht kommt dann irgendwann auch noch ein anderer Spitzname, ansonsten nenne ich ihn immer der kleine Prinz, weil die Motti gesagt hat, Mama, du bist die Prinzessin, der Papa ist auch der Prinz und das Baby ist auch der Prinz. Ja, deswegen ist es der kleine Prinz, ne? Eigentlich will ich auch so ein bisschen mehr drauf eingehen, was ist Herzenswunsch? Nicht nur, wer bin ich, sondern was ist Herzenswunsch? Dieser kleine Kanal, der immer noch klein ist, aber irgendwann im Laufe der Zeit ja doch ganz schön gewachsen ist, entstand aus einem Herzenswunsch. Ja, deswegen heißt dieser Kanal Herzenswunsch. Ich kann mich noch an das allererste Video erinnern, was schwarz-weiß war, total mit einer schlechten Qualität gefilmt war damals noch, das trotzdem noch Menschen angezogen hat. Also mein Kanal war damals ganz still und heimlich. Eigentlich, wenn man einen Kanal veröffentlicht, dann teilt man ihn auf jedem Social-Media-Kanal. Das war damals nicht so. Ich habe gedacht, wer diesen Kanal sucht, der wird ihn finden. Und einige Leute haben ihn gefunden, die einfach das gleiche Problem hatten, nämlich einen Kinderwunsch mit Hashimoto bzw. mit PCO. Also ich habe auch das Hashimoto und ich habe auch das PCO-Syndrom mit einer Insulinresistenz, was es mir erschwert hat, Kinder zu bekommen. Und dann habe ich meine Kinderwunschgeschichte mit euch geteilt, meinen ersten Kinderwunsch. Ja, mit sozusagen ein kleines Tagebuch geführt über die ganzen Termine in der Kinderwunschklinik, meine Gedanken, meine Gefühle und habe ja euch alles so erzählt, wie ich es euch erzählen wollte, wie ich es einem Tagebuch aufschreiben würde. Und das ist mein Herzenswunsch. Und mein Herzenswunsch, genau, hat sich ja dann im Endeffekt erfüllt. Das ist die Motti. Habe dann meine Schwangerschaft hier auch ein bisschen dokumentiert. Dann irgendwann angefangen, als die Motti auf der Welt war, so ein bisschen zu vloggen. Noch gar nicht so intensiv Videos gemacht wie jetzt. Das ist dann irgendwann gekommen, ich weiß gar nicht wie. Irgendwann kam dann Instagram dazu, dass ich dann Instagram geschrieben habe. Da ging es dann eher darum,
dass ich meinen Studiumweg mit Kind bestritten habe. Das war da so vordergründig, also ich bin noch Studentin. Ich studiere Grundschullehramt. Das war auch eine Frage von euch. Was studierst du denn? Also ich studiere auf Grundschullehramt. Mein Hauptfach ist Kunst und Musik mit dem Schwerpunkt Kunst. Das ist so ein kombiniertes Fach. Und ich studiere noch Mathe und Deutsch und Bildungswissenschaften. Genau. Das mache ich so. Ich habe aber Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt und war nach meiner Ausbildung Design Assistant. War damals schon kreativ, jetzt studiere ich ja Kunst im Hauptfach. Also ich war Designassistent, war damals schon irgendwie kreativ unterwegs, aber ja, irgendwie war das dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe bis zu meinem Lebensende und habe mich dann entschieden, studieren zu gehen und ja, Grundschullehrerin werden zu wollen. Genau, und weil das dann irgendwie so alles lange gedauert hat, das war auch mal eine Frage, wieso ich mir das jetzt so antue, habe ich die Kinder einfach mit ins Studium reingeschoben, weil ich mir dachte, naja, und wenn das nicht funktioniert, du hast ja schon eine Ausbildung, hast ja schon gearbeitet, ist es okay. Genau, also Studieren und Kinder haben funktioniert, ist zwar sehr anstrengend und man hat eigentlich keine Freizeit mehr und kein Leben mehr, aber funktioniert und wie ihr seht, ich schaffe noch YouTube nebenher. Es dauert natürlich länger, als wenn man so studieren würde und alles in einem Zug machen würde, aber ich finde, das ist nicht schlimm. Ich habe vorher schon etwas länger studiert, aus anderen Gründen und ja, jetzt ist es halt so, jetzt habe ich die Kinder und ich möchte es auch gar nicht mehr anders machen, weil wer weiß, wenn ich jetzt noch zu Ende studiert hätte, mein Referendariat gemacht hätte, das muss man ja in einem Lernstudium noch anbinden, noch anderthalb Jahre Referendariat, dann wäre ich dann schon irgendwie 32, 33 gewesen, dann möchte man ja auch erstmal arbeiten. Wer weiß, ob ich dann noch mit dem PCO Kinder bekommen hätte mit 35, 36, 37. Wer weiß, meine erste Kinderwunschgeschichte ging ja schon 3,5 Jahre. Mein Bein ist eingeschlafen. Ich habe eben gerade schon ein Video gedreht und ich drehe hier die ganze Zeit im Halbschneidersitz. Muss ich meine Beine kurz ausstrecken. Also, dann hat jemand noch gefragt, deine schlimmste Angewohnheit. Oh je. Ach, ich glaube, meine schlimmste Angewohnheit, und das mache ich gar nicht mit Absicht, sondern das passiert mir einfach, weil ich das nicht merke, ist, jemanden ins Wort zu fallen. Und das passiert mir echt oft und ich merke das gar nicht. Und es ist mir im Hinterher immer so, so peinlich, wenn mich jemand darauf anspricht und sagt, du bist mir so oft ins Wort gefallen, was ist denn los mit dir? Das wird dann immer so als sehr aggressiv empfunden und ich merke einfach dann nicht, wann, das wird in meinem Gehirn anscheinend nicht richtig geschaltet, wann derjenige mit dem Sprechen zu Ende ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, das ist so ein Ding aus der Kindheit, weil ich die Leute immer so ausreden lassen musste. So, wenn Erwachsene reden, redest du nicht dazwischen und dann tatsächlich ist mir das schon mal so passiert, meine Mama und ihre beste Freundin haben gequatscht, gequatscht, gequatscht und ich habe dann gewartet, bis die zu Ende gequatscht haben, aber die haben nicht gequatscht, gequatscht, gequatscht und dann habe ich mir in die Hose gemacht. Ich wollte einfach mal sagen, dass ich aufs Klo gehen muss, ob ich jetzt aufs Klo gehen darf, weil wir nicht zu Hause waren, sondern bei der Freundin zu Besuch. Ja, und ich glaube, im Laufe des Lebens habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, dazwischen zu reden, aber ich mache das tatsächlich nicht absichtlich und dazu kommt auch noch, dass ich eine laute Stimme habe, was in einigen Dingen gut ist, aber in einigen Dingen nicht gut. Wenn man zum Beispiel irgendwo im Restaurant sitzt und ich spreche ganz normal, merke aber nicht, dass meine Stimme dabei laut ist, dann ist das für die anderen peinlich. Ja, ihr merkt, ich bin ein sehr peinlicher Mensch. Es ist mir hinterher immer so, so unangenehm, wenn mich dann einer meiner Freunde darauf anspricht, dann dann weine ich wirklich. Das ist so schlimm, ist das für mich. Weil ich versuche, mich immer zusammenzureißen, darauf zu achten, aber nicht immer achtet man darauf. Also ja, diese laute Stimme ist mir dann sehr unangenehm. Die laute Stimme ist aber in anderen Dingen wieder sehr gut. Zum Beispiel kann ich hier sehr gut vor der Kamera sprechen und muss mich nicht darauf konzentrieren, laut zu sprechen, deutlich zu sprechen. Ich spreche nur mit meinem ganz normalen Kameramikro. Ich habe bis jetzt kein anderes dafür angeschafft und ich habe hier, ihr seht, auch hier kein Mikro dran. Jetzt bemühe ich mich zwar nicht so laut, mega laut zu sprechen, weil neben mir schläft mein Kind. Das ist genau hier, also genau hier steht das Beistellbettchen und da schläft der Kleine jetzt. Und vor mir sitzt mein Kater, der ist irgendwie immer dabei beim Drehen.
Ja, also der gehört auch dazu und liegt hier immer oder beschmust mich, wenn ich drehe. Ja, es ist aber dann sehr gut und zum Beispiel, wenn man vor einer Schulklasse steht und etwas erklärt, ist es sehr gut, eine laute Stimme zu haben und keine super leise Stimme zu haben, liebe Kinder. Jetzt zeige ich euch mal, wie man ein Dreieck zeichnet. Nee, dann ist es ganz gut, eine laute Stimme zu haben, dass auch der Hinterste in der Klasse, der dann da hinten ganz, ja, der dann da hinten sitzt, einen versteht. Also hat alles Vor- und Nachteile, auch schlimme Angewohnheiten. Ja. Was gibt dir die Kraft, immer weiterzumachen? Ich weiß jetzt gar nicht, auf was die Frage bezogen ist. Ich glaube, so im Kinderwunsch, wenn man das jetzt auf Kinderwunsch bezieht. Viele hier sind ja auch da, weil sie einfach wegen meiner Kinderwunschgeschichte da sind, weil sie da auf meine Videos gestoßen sind. Ich weiß nicht, ich habe da immer die Hoffnung gehabt, dass es irgendwann doch klappt. Und das war ja dann auch zum Glück so. Und dass es irgendwie auf irgendeinem Wege dann klappt, dass wir dann doch Eltern werden. Und das hat mir, glaube ich, sehr viel Kraft gegeben. Manchmal war ich auch kraftlos. Das ist halt so. Manchmal ist man das in vielen Lebenslagen, in vielen Lebenssituationen. Und das ist okay. Ist okay, auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr und ich bin gerade kraftlos. Ja, aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der sehr zielstrebig ist. Also jetzt gerade auch so, was die Uni betrifft. Ich möchte das zu Ende machen, egal was es da für Hindernisse gibt. Die Uni hat mich jetzt zum Beispiel, ja, bin ich hier zum Beispiel so zurückgeworfen worden durch Corona, weil ich dann keine Kinderbetreuung für Motti hatte. Aber ich denke immer, irgendwie wirst du damit fertig. Und wenn es halt noch 2 Jahre länger dauert, ist es auch egal. Hauptsache, du wirst fertig und hast diesen Abschluss in der Tasche und kannst diesen Beruf irgendwann ausüben. Wieso bist du so wunderschön von innen wie von außen? Au, oh, wie süß. Und ich finde mich gar nicht so wunderschön. Also ich finde mich absolut nicht schön. Und gerade so in der Pubertät fand ich mich immer absolut hässlich. Und wenn ich mich nicht schminke, fühle ich mich auch nicht schön. Ich glaube, das ist immer so eine subjektive Sache, wie schön man sich findet. Aber danke schön für das liebe, liebe Kompliment. Ja. Wieso ich so bin? Also ich finde mich nicht schön. Nee. Und also von innen versuche ich immer schön zu sein. Also ich versuche immer gerecht zu sein. Ich versuche immer gütig zu sein. Ja. Bisschen Strecken. Genau. Also ich versuche immer gütig zu sein. Und gut zu anderen Menschen zu sein, gerecht zu sein. Genau. So, ein kleiner Mann musste gerade gestillt werden. Und liegt jetzt auf meinem Arm und freut sich. Ja. Hi, willst du mitreden? Ja. Oh, Senjitschko. Der kleine Mann liegt jetzt auf der Spieldecke und spielt ein bisschen vor mir. Genau, als Nebengeräusche nicht stören lassen. Ja, die nächste Frage war, was ist deine Schuhgröße und hat sich das während deinen Schwangerschaften verändert? Ja. Obwohl ich sagen muss, dass die Füße natürlich in den Schwangerschaften bei mir beide angeschwollen sind, und dann haben mir meine Schuhe nicht gepasst und das ist tatsächlich etwas in den Schwangerschaften auch so geblieben. Während meiner Ausbildungszeit, weil ich ja damals in einem Schuhunternehmen gearbeitet habe, wurde ich natürlich professionell vermessen, beziehungsweise habe das auch gelernt, professionell zu messen. Und hatte ich genau eine Schuhgröße von 38,5. Habe also Schuhgröße 39 getragen. Nach der ersten Schwangerschaft hatte ich dann schon ja, eher 40 getragen, also 39,5. Und jetzt muss ich sagen, dass ich wirklich 40 trage. Schuhgröße 39 passt mir bei den meisten Schuhen nicht. Es kommt auch immer auf Hersteller an. Also eher diese eleganteren Hersteller. Wie zum Beispiel Gabor oder Tamaris oder so, die auch so elegante Schuhe haben. Da passe ich tatsächlich ganz gut in Pumps 39 rein. Also meine 39er Pumps passen gerade noch so, die ich hier so alle im Schrank lager. Ich habe wirklich einen Schuhtick. Ich habe sehr, sehr viele Schuhe, habe mich schon von sehr, sehr vielen Schuhen getrennt, weil ich jetzt seit den Kindern nur noch Sneaker trage oder im Sommer Birkenstock. Aber ich habe früher wirklich auch viele hohe Schuhe getragen, weil das einfach damals die Branche meine Arbeit hergebracht hatte. Und ich habe teilweise, glaube ich, fast 150 Paar Schuhe besessen, die zwischendurch im Keller gelagert haben, zwischendurch hier, ja. Das war einfach zu viel. Ich habe mich dann von vielen Paaren getrennt und am liebsten kaufe ich immer noch gern Schuhe. Also Schuhe sind meins. Ja, aber das bringt Schwangerschaft mit sich, obwohl ich sagen muss, dass nach Mottis Schwangerschaft irgendwann abgeschwellt ist. Also es ist wirklich, glaube ich, so diese Wassereinlagerung, die man nach der Geburt auch noch ein bisschen hat.
die nach ein paar Monaten so ein bisschen abschwellen und ja, darauf warte ich gerade im Moment. Also ich würde sagen, dass es eher 39,5 im Moment ist. Zumal ich damals vermessen wurde, war 19, also da kann es ja immer noch sein, dass, also ich war sehr jung natürlich, nach der Schule Ausbildung angefangen, dass der Fuß ja nochmal wächst, ne? Wann kommst du mich auf Malta besuchen? Das hat eine Freundin von mir gefragt, ja. Wenn meine Kinder etwas größer sind, kommen wir dich vielleicht nochmal auf Malta besuchen. Wenn Corona so ein bisschen abgeflötet ist und es endlich mal einen Impfstoff gegen dieses blöde Ding gibt, dann fliegen wir vielleicht zu dir nach Malta. Ja, wäre doch auch ein schöner Urlaub auf Malta, war ich noch nie. Welche Wurzeln hast du? Ich habe schon mal einen Instagram-Post darüber geschrieben, wenn mich, gut, jetzt hat jemand gefragt, welche Wurzeln hast du, aber wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, aufgrund dessen, dass ich nicht so ganz deutsch aussehe, finde ich diese Frage immer so ein bisschen, hier so ein bisschen blöd, und dann sage ich immer, ich komme aus Bielefeld, was ja auch stimmt. Und ich möchte gar nicht immer so drauf eingehen, weil ich immer finde, nur weil man jetzt nicht ganz deutsch aussieht, dass man dann immer so gefragt wird. Natürlich ist es jetzt für euch interessant, weil ihr mich ja jetzt so hier kennenlernen möchtet. Aber wenn ich das zum Beispiel auf der Straße gefragt werde, dann gehe ich da gar nicht weiter drauf ein, weil ich diese Frage mal blöd finde, weil ich finde, man muss immer Menschen so behandeln, wie sie sind und nicht, was für eine Hautfarbe sie haben oder Haarfarbe oder wie sie so aussehen, also rassentechnisch jetzt, sage ich mal. Ich habe aber euch das ja schon mal gesagt, also ich habe euch gesagt, ich bin nicht in Deutschland geboren, das habe ich schon mal in einem Vlog gesagt. Jetzt knattert das Baby gerade in die Hose, ja. Das ist Mom Life, wenn man dreht und das Baby knattert in die Hose. So ist das. Ich habe euch ja schon mal in einem Vlog gesagt, dass ich in der Slowakei geboren bin. Deswegen habt ihr zwischendurch hier auch mal bei mir slowakische Gerichte gesehen. Glaube ich, ja. Ich habe schon mal hier im Vlog was Slowakisches auch gekocht. Also slowakisch-ungarische Küche ist mir vertraut. Koche ich auch hier zu Hause auch öfter mal. Genau, und das Gericht, was ich nie hier in Deutschland nachkochen werde, sind Brinzové halušky. Das sind so Gnocchal, so Kartoffelgnocchal mit Speck und Ziegenkäse. Einfach, wenn man diesen Ziegenkäse, den Tvaroch, hier gar nicht bekommt in Deutschland, großartig. Man kann das natürlich mit dem Ziegenkäse, den man hier bekommt, nachkochen, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, und das war als Kind mein Lieblingsessen. Also ich habe bis zu meinem 8. Lebensjahr dort gewohnt, bin aber auch keine Slowakin. Also ich habe ganz viele verschiedene Kulturen-Intos, auf die ich vielleicht mal eingehen möchte. Also wir sind eine ganz interkulturelle Familie. Wir haben deutsche Wurzeln, wir haben italienische Wurzeln, wir haben ungarische Wurzeln. Also das reicht über viele Kontinente hinweg. Und vielleicht gehe ich irgendwann mal in einem anderen Video da näher drauf ein, aber im Moment wisst ihr nur, dass ich da geboren bin, jetzt hier lebe. Und ja, soweit dazu. Ja, das war's auch schon. Mehr Fragen hattet ihr gar nicht an mich. Also mehr wolltet ihr ja gar nicht von mir wissen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Fragen an mich habt, ich mache gerne noch einen zweiten Teil über meinen Kanal und über mich. Und hoffe, euch geht's gut, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!